Ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder Der Peil ist geil. Ich zeige dir Brettspiel-Tops und Flops. Wie immer kenne ich die Regeln nicht. Wie immer bringe ich Sachen durcheinander. Ihr kennt das schon. Aber wie immer live authentisch große Klappe und gemeinsam mit dem Twitch-Chat. Hallo Twitch. Und jetzt habe ich mal ein Spiel mitgebracht. Das ist eine Neuheit von Huch. Aber ich kann euch die Boardgame Geek-Daten nicht einblenden. Denn das Spiel gibt es nicht bei Boardgame Geek. Anscheinend weil Boardgame Geek sagt, das ist kein Brettspiel. Aber ich würde es gerade so als Brettspiel noch durchgehen lassen und ich zeige es euch. Ist ein nettes Familiending, nämlich ui, rup, Flieg, Schweinchen, Flieg habe ich hier mitgebracht. Ein Geschicklichkeitsspiel, deswegen vielleicht bei Board Game Geek nicht zu finden. Von den Daten her ab sechs Jahren zwei bis drei Spieler, das ist vielleicht besonders und circa 15 Minuten Spielzeit. Ich zeige euch das Ding mal ganz gefühlvoll von oben. Es ist natürlich, wenn ihr wollt, auch eins der weltbesten Trinkspiele, natürlich, denn ihr seht schon, es geht darum, dass die Schweinchen fliegen. Ein Geschicklichkeitsspiel und sehr lustiges Spielmaterial und ich es euch mal. Und zwar habt ihr hier diesen diesen Baum hier, der nicht das ganze Mal, da kommt hier so eine so eine schlammpfütze drauf. Warum auch immer die auf einem Baum ist die schlammpfütze fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht nach Realität. Dann baut ihr so einen Plastikbaum zusammen hier, der wird so ineinander gesteckt und dadurch, dass ihr den jetzt so ineinander gesteckt habt, ja, jetzt habt ihr so einen 3D-Baum. Könnt ihr jetzt dieses Teil hier da oben draufsetzen. Und dadurch entsteht wie so eine, ja, ich nenne es mal, Etagere, nennt man das. Also ihr baut da quasi so eine Art Etagere hier, wo man halt irgendwie sonst irgendwie so die Canapés sich reicht. Und das stellt man in die Mitte vom Tisch. Und jetzt habt ihr Schweinchen, sechs dieser hübschen Schweinchen an der Zahl. Die zeige ich euch dann gleich in groß. Und ihr habt ein paar Trampoline. Und dann hier noch so Siegpunktmarker in Form von so äh, Schlammpfützen. Die finde ich jetzt nicht so spannend, egal. Ähm, die sind eigentlich ganz geil. Die, die sehen aus wie so ein Tambourin und die machen auch so ein Tambourin-Geräusch. Also könnt ihr auch irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, keine Ahnung, Dings spielen. Na, wie heißt das? Milen äh, hier, äh, Mysterium Kids könnt ihr damit spielen. Da ist vorne so ein kleiner Pfeil. Dadurch wisst ihr, warum er das aufstellt, weil die so ein bisschen gewinkelt sind. Die sind nicht gerade, die stehen absichtlich schief. Und Ziel des Spiels ist es, ich versuch's einfach mal, man nimmt so ein Schweinchen hier. Welches Schweindal hätten's denn gern? Ich nehme mal hier das Superman-Schweinchen. Das schnippst man, wirft man hier auf das Trampolin drauf. Das soll vom Trampolin abspringen und hier oben in die Schlammpfütze hinein. Das ist die Idee. So, und, ähm... Ich versuche das jetzt mal. Der Trick ist, habe ich in der Anleitung gelesen, man soll mit dem Hintern zuerst aufkommen, weil das Schwein dann deutlich kontrollierter ähm, springen würde. Ah Scheiße, ich mache noch einen. Ah, noch einen. Ah, noch mal. Ah Scheiße, ich mache noch einen. Ah, noch einen. Ah, noch mal. Ah, noch mal. Noch mal. Nochmal. Merkt ihr was? Mach's nochmal. Ich habe das Ding beim Unboxen schon ausprobiert, fast zehn Minuten lang, und ich habe kein einziges Mal hier reingetroffen. Und das ist, glaube ich, auch der Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Die Idee ist ja super nett, ja, aber ich bin zu dumm dafür. Und für Kinder dann natürlich ein hoher Frustfaktor. Das ist mit so einem Nylon-Ding bespannt, Also das ist schon recht hochwertig, das Trampolin. Also das funktioniert ganz cool. Ähm, hier war auch noch die Frage im Chat, kann man diesen Baum auch wieder gut zerlegen? Ja, aber nicht von Kindern. Es ist auch ganz schwierig, es in die Box reinzukriegen. Auch das müssen wahrscheinlich Erwachsene machen. Also die Regeln von dem Spiel sind ja denkbar einfach. Deswegen zu zweit und zu dritt. Die passen ja hier drauf. Es geht einfach darum, um die Dinger fliegen zu lassen... Und wer halt am meisten Punkte durch die Treffer macht, der hat gewonnen. Diese zwei bis drei Spieler, die finde ich total fair vom Verlag, weil ja auch nur drei Trampoline dabei sind. Aber jetzt kommt der Gag. Wir hatten Kindergeburtstag am Wochenende und es waren halt vier Kinder. Und soll ich euch was sagen? Natürlich können das auch vier Kinder spielen. Das können auch zehn Kinder spielen, weil die müssen ja nicht alle gleichzeitig ihre Schweine da oben rein dingseln. Das kann man auch nacheinander. Also, ich glaube, dass wir hier einen Produktionsfehler haben. Ich glaube, dass das sich also in der Theorie super angefühlt hat, dieses Spiel zu machen. Aber die haben hier ein Material verbaut in der Kombi mit den Schweinen, was das Spiel viel zu schwer macht. Also wirklich viel zu schwer. Ich schaffe es ja noch nicht mal oben liegen zu bleiben. Und das ist leider der Kritikpunkt, warum ich euch das Spiel nicht empfehlen kann. Jetzt kann ich sagen, ich mache gleich hier, komm, wir gehen, wir gehen gleich ins Fazit, weil das ist alles. Ihr habt alles gesehen. Das ist das ganze Spiel. Ja, große Plastikschlacht, ein paar Tramboline, hahaha. Ha, ha. So, ähm, ich, ich habe das, wie gesagt, auf dem Kindergeburtstag gehabt. Das waren äh, lauter Zehnjährige, vier an der Zahl. Die haben da viel Spaß äh, mit gehabt und das ist der Gag. Die Kinder hatten trotzdem Spaß natürlich, weil die Dinger rumgeflogen sind. Äh, ich habe zwei der Schweinchen überhaupt mal noch einen Tag suchen müssen, weil die irgendwo weg waren und die lagen dann unterm Küchenschrank. So, dann wurden die da wieder gefunden. Das ist schon ganz witzig, aber ganz ehrlich, das kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, du kannst auch ein Bälle werfen machen. Ich sag jetzt mal, die Schweinchen sind wirklich süß, die da dabei sind. Hupsa. Ja, vom Plastikfaktor. Ich versuch's jetzt mal nochmal hier. Ihr seht es vielleicht jetzt ein bisschen besser. Komm, jetzt einmal versuche ich es jetzt noch. Aber ich glaube, es wird es wieder nicht schaffen. Ich versuch's jetzt noch einmal. Passt auf. Versuch's nochmal. Also es ist zu. Schwierig. Es ist zu schwierig für Kinder. Und das ist leider der, der Punkt, warum das Ding einfach total durchfällt. Wenn du es halt nicht schaffst, also so gar nicht schaffst, nicht mal einmal schaffst, dann kann ich das Kindern nicht geben, ohne dass sie weinen werden. Ich, ich finde es total cool, dass draufsteht, zwei bis drei Spieler, weil das so fair ist fürs Spielmaterial. Wie gesagt, ihr könnt es mit 100 Kindern spielen, wenn ihr Bock habt. Dann gibt ihr ja die Trampoline halt rum und die Schweinchen. Das ist alles cool. Das Material passt auch so. Das Artwork ist cool. Das ist alles lieb. Aber es funktioniert einfach nicht. Tut mir sehr, 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 sehr leid. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen kürzen wir es ab. Das Ding ist damit einfach ein Flop. Das Schweinchen ist in die Schlammpfütze ge gesprungen. Das Coole ist aber, wir können mal ganz kurz aufs Gemometer gucken, denn ich würde mir bei Anthropomorph gerne einen Punkt geben, denn es sind ja eindeutig Schweine, die so tun, als wären sie Menschen, weil die haben ja so Sachen an. Das heißt, Anthropomorph würde ich mir hier einen Punkt geben. Wir kommen langsam in die Region, dass ich auch dieses Ziel dieses Jahr noch schaffe. Das sieht gut aus. Beim Rest würde ich mir keine Punkte geben. Nein, nein, nein. Der Rest ist, ist standardmäßig. Die Box ist auch nur voll weil das Zeug sehr sperrig ist, muss man sagen. Wirklich sehr sperrig, werden wir gleich jetzt hier Twitch Exclusive sehen, wenn ich das Ding jetzt versuche wieder einzupacken. Hier Leute, habt ihr das Ding vielleicht gespielt? Bin ich zu dumm? Gibt es irgendeinen Trick? Aber die Kinder haben es auch nicht hinbekommen. Ich glaube, es hat bei uns noch nie einer hier oben in dieses Loch reingetroffen. Das kann ja nicht sein, dass man zu dumm ist für so ein Spiel, Leute. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare oder kommt rüber auf Twitch, wo meine Mods auch manchmal zu früh schon die äh, Banner einschalten. Denn eigentlich müssen die Emotes immer erst dann fliegen, wenn ich sage, wir machen jetzt noch weiter, aber ich verabschiede mich von euch bei Twitch. Also bis zum nächsten Mal, Tschüss Twitch. Oh, du bist noch hier? Ich dachte, ich habe das Internet gelöscht. Ähm, dann äh, würde ich dir empfehlen, geh doch mal dahin. Da gibt es andere tolle Videos von mir. Oder dahin, da gibt es tolle Videos von befreundeten Kanälen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch einfach mal hier.